Hallo zusammen. Die Menschen wollten schon immer wissen, was sie in Zukunft erwartet. Das liegt nun mal in der menschlichen Natur. Aus eben diesem Grund waren Wahrsager zu allen Zeiten sehr populär. Und manche davon sind es immer noch. Aber bei Nostradamus zum Beispiel handelt es sich um eine halbmythische Persönlichkeit. Darüber hinaus ist es mittlerweile schwer zu überprüfen, welche Prophezeiung von ihm stammt. Man darf auch nicht vergessen, dass Nostradamus ein Alchemist war, was nicht unbedingt dasselbe wie Wissenschaftler bedeutet, insbesondere aus Sicht der Menschen des 21. Jahrhunderts. Aber wir haben heutzutage einige Propheten, die uns wesentlich vertrauenswürdiger erscheinen. Und einer davon war Stephen Hawking, ein englischer theoretischer Physiker, Kosmologe, Schriftsteller und anerkanntes Genie, das mehrere wichtige Voraussagen für die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten getroffen hat, von denen manche richtig beängstigend sind. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Lasst uns loslegen. Künstliche Intelligenz ist gefährlich. Klar hat nicht nur Hawking davon gesprochen, zahlreiche Verschwörungstheoretiker thematisieren immer wieder derartige Dinge. Ihr wisst schon, was wir meinen. Die Erde wäre flach, eine Geheimregierung würde die ganze Welt beherrschen und künstliche Intelligenz sei dazu da, um die Menschheit unters Joch zu zwingen. Im Unterschied zu all diesen Liebhabern von Horrormärchen hat Hawking seine Prognosen mit sehr soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen unterlegt. So hat Stephen Hawking 2014 in einem BBC-Interview erklärt, dass die Bemühungen zur Schaffung denkender Maschinen dazu führen könnte, dass die Menschheit eines Tages in ihrer Existenz bedroht sein würde. Er warnte davor, dass die Entwicklung einer vollständigen künstlichen Intelligenz das Ende der menschlichen Spezies bedeuten könnte. Klingt es nach einem Science-Fiction-Szenario? Mag sein, aber wer hat gesagt, dass es sich nie bewahrheiten würde? Hawking meinte, primitive Formen der künstlichen Intelligenz haben ihre Nützlichkeit bewiesen. Doch er befürchtete, dass die Menschheit etwas erschaffen könnte, das seine Schöpfer übertreffen würde. Eine solche Intelligenz würde die Initiative ergreifen und dazu übergehen, sich selbst mit einer zunehmenden Geschwindigkeit zu perfektionieren. Die Möglichkeiten der Menschen sind durch eine zu langsame Evolution eingeschränkt. Wir würden mit der Geschwindigkeit der Maschine nicht mithalten können und verlieren, prophezeite der Wissenschaftler. Im Januar 2015 haben Stephen Hawking, Elon Musk und ein Dutzend anderer Experten für künstliche Intelligenz einen offenen Brief unterschrieben, in dem sie zur Erforschung der Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Menschheit aufgerufen haben. Sie betonten, dass die Menschheit nicht etwas erschaffen sollte, was sich ihrer Kontrolle entziehen könnte. Und man sollte sich heute schon darüber Gedanken machen, bevor es zu spät ist. Der Aufstand der Maschinen ist Realität. Diese Prophezeiung ergibt sich aus dem Vorangegangenen. Künstliche Intelligenz kann der Menschheit nützlich sein, aber gleichzeitig lässt die Entwicklung solcher Technologien einen Aufstand der Maschinen näher rücken. Natürlich nicht in der Form wie in Terminator, aber wer weiß. In einem Interview gegenüber The Telegraph vom 18. Oktober 2001 hat Hawking Folgendes gesagt. Mithilfe von Gentechnik werden wir es schaffen, die DNA zu verkomplizieren und den Menschen zu vervollkommen. Es wird aber ein langsamer Prozess sein. Es wird etwa 18 Jahre dauern, bis der erste Effekt von den Veränderungen des genetischen Codes sichtbar wird. Die Leistungsfähigkeit und der Speicher von Computern werden wiederum alle 18 Monate verdoppelt. Es besteht die reale Gefahr, dass sie eine eigene Intelligenz entwickeln und die Macht ergreifen könnten. Ja, laut Prognosen des Wissenschaftlers soll es in nächster Zeit passieren. Allerdings glauben andere Forscher, dass die Technologie noch nicht so weit wäre. So vertritt Rollo Carpenter, der Entwickler eines webbasierten Chatbots, die Ansicht, dass es noch mehrere Jahrzehnte dauern würde, bis man die erforderlichen Algorithmen entwickelt hat, die die Entstehung einer vollständigen künstlichen Intelligenz ermöglichen würden. Jedoch wäre es unmöglich vorauszusagen, was passieren würde, wenn die Maschinen uns intellektuell übertroffen haben. Folglich ließe sich nicht vorhersehen, wie genau sie sich verhalten würden, ob sie uns helfen, ignorieren oder früher oder später auslöschen würden. Überbevölkerung. Viele Experten und Laien sprechen davon, dass die Erde zu viele Bewohner hätte. Aufgrund des Anstiegs der Lebenserwartung und des medizinisch-technischen Fortschritts werden Menschen immer mehr. Und das hat gravierende Auswirkungen auf unseren Planeten. Stephen Hawking war da keine Ausnahme. Der Physiker hat mehrmals davor gewarnt, dass die Überbevölkerung in Zukunft einer der Gründe für den Untergang der Menschheit sein könnte. Wie der Wissenschaftler erklärt hat, könnten nicht nur Ressourcenmangel und die wachsende Anzahl von Epidemien, die mit der Zunahme der Weltbevölkerung einhergeht, eine fatale Rolle spielen. Als kritisch bezeichnete er auch den Zeitpunkt, an dem die Weltbevölkerung 11 Milliarden Menschen betragen wird. Zum Vergleich, aktuell liegt sie bei 7,5 Milliarden und das Erreichen der kritischen Marke wird für 2100 prognostiziert. Genau dieses Datum nannte Hawking in einem seiner Interviews und erklärte, dass da der Zeitpunkt ohne Wiederkehr erreicht werden würde. Laut dem Physiker könnte der Prozess der Umweltverschmutzung, wenn es soweit ist, nicht mehr rückgängig zu machen sein, wodurch unser Planet unbewohnbar werden könnte. Unsere einzige Überlebenschance wäre seiner tiefsten Überzeugung zufolge, andere Planeten zu kolonisieren. Und man sollte sich möglichst schnell auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen. Ja, scheint
scheint zwar, als ob bis 2100 noch jede Menge Zeit wäre, doch momentan sind die Menschheit nicht einmal in der Lage, eine permanente Mondbasis zu errichten, geschweige denn zu anderen Planeten unserer Galaxie und darüber hinaus zu reisen. 2017 hat Hawking behauptet, dass man schon jetzt damit beginnen sollte, nach einer Erdalternative zu suchen. Seitdem sind 2 Jahre vergangen, aber es hat sich nichts getan. Heißt es etwa, dass wir es schlichtweg nicht schaffen werden, die Erde rechtzeitig zu verlassen? Kollision mit einem Asteroiden. Ein gewaltiger Himmelskörper nähert sich der Erde und droht jeden Augenblick, alles Lebendige auszulöschen. Es ist eines der populärsten Katastrophenfilmmotive. Dieses kosmische Horrorszenario ist so verbreitet, dass es längst als banal wahrgenommen wird. Fast täglich wird davon berichtet, dass ein gefährlicher Asteroid, der für uns angeblich eine große Gefahr darstellt, auf die Erde zurasen und dass der Weltuntergang bald kommen werde. Aber mal ehrlich, kaum jemand glaubt doch daran. Stephen Hawking hingegen war der Meinung, dass die Erde eines Tages von einem Asteroiden getroffen werden könnte. Er macht sich Sorgen wegen sogenannten wenig wahrscheinlichen Ereignissen mit schweren Folgen. Der Wissenschaftler sagte, dass die Menschheit längst dem Tode geweiht sei. Die Frage sei nur, wann ein gefährlicher Asteroid, der die moderne Zivilisation ausradieren könnte, die Erde erreicht. Denn so etwas ist schon mal vorgekommen, was bedeutet, dass es durchaus wieder passieren könnte. Dem Wissenschaftler zufolge wären die physikalischen Gesetze eine Garantie dafür, dass wir Gefahr laufen, ausgelöscht zu werden. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Erde in den nächsten 1000 bis 10.000 Jahren eine Katastrophe wiedererfahren würde, sei fast zweifellos. Derartige Prognosen waren eine der Gründe dafür, warum Hawking auf einer detaillierten Weltraumforschung und einer möglichst baldigen Kolonisierung anderer Planeten gedrängt hat. Nur so könnte sich die Menschheit auf das kommende Weltende vorbereiten und einen Rettungsweg finden, so der Forscher. Versklavung durch Außerirdische. Viele träumen davon, in Kontakt mit Außerirdischen treten zu können. Sie hoffen darauf, dass die Ankömmlinge, die aus den Weiten des Universums stammen, den Erdbewohnern ihre einzigartigen Technologien vermitteln, die irdischen Probleme lösen und generell einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Menschen leisten würden. Dazu gibt es sogar ein eigenes Forschungsprojekt namens CETI. Die Abkürzung steht für Suche nach extraterrestrischer Intelligenz. Man beschäftigt sich mit der Suche nach Radiosignalen von intelligenten Wesen aus dem Universum und versucht es, Kontakt mit ihnen per Funk aufzunehmen. Denn je schneller sie davon erfahren, dass die Erde bewohnt ist, desto früher kommen sie zu Besuch. Stephen Hawking hat diese Ansicht niemals geteilt. Und zwar nicht deswegen, weil er bezweifelt, dass die Erde Außerirdische interessieren könnte. Ganz im Gegenteil, er glaubte, für sie wären sie ein Leckerbissen. 2010 sagte er in einem Interview gegenüber dem Sender Discovery, dass Außerirdische die Erde wegen deren Ressourcen angreifen und anschließend weiterziehen würden. Wenn Aliens angeflogen kommen, könnte den Menschen das gleiche passieren wie den Indianern, nachdem Kolumbus in Amerika angekommen ist. Also nichts Gutes, sagte der Wissenschaftler. Allerdings haben nicht alle Vertreter der Wissenschaftsgemeinde ihm zugestimmt. So meinte Seth Shostak vom CETI-Institut in Kalifornien, dass die Befürchtung völlig unbegründet sei. Selbst wenn Außerirdische an Ressourcen interessiert wären, könnten sie sich Felsenplaneten heraussuchen, was damit, dass wir Signale ausstrahlen, in keinem Zusammenhang steht. Sie hätten uns vor 1 Milliarde Jahren entdecken können, aber sie haben es aus irgendeinem Grund nicht getan. Vielleicht ist das Ganze nicht so schlimm, aber andere Wissenschaftler hielten Hawkings beängstigenden Warnungen für logisch nachvollziehbar. Später ist er mehrmals auf das Thema außerirdische Bedrohung zurückgekommen und hat dazu aufgerufen, übermäßigen Optimismus abzulegen. Eine Begegnung mit Bewohnern anderer Planeten könnte für die Erdbewohner eine Versklavung zur Folge haben. Aussterben durch Hitze. Hawking hat die globale Erwärmung als eines der größten Bedrohungen für das irdische Leben angesehen. Deshalb rief er dazu auf, sich nicht darüber zu freuen, dass der Winter immer wärmer wird. Es sei bloß ein Anzeichen einer kommenden Katastrophe. Besonders große Sorgen bereitete dem Wissenschaftler der sogenannte Wendepunkt, an dem die globale Erwärmung nicht mehr zu stoppen wäre. Dabei wird unser Planet durch menschliches Handeln immer näher an den imaginären Abgrund getrieben. So wie die meisten Klimatologen wies Hawking darauf hin, dass die Gefahr nicht nur von der Natur, sondern auch von Menschen ausgeht. Die industrielle Revolution würde zu einem mächtigen Katalysator dieses Prozesses und seitdem hat sich das Tempo des Klimawandels erheblich gesteigert. Der Physiker behauptete, dass klimatische Veränderungen für die kommende Generation eine der größten Herausforderungen darstellen werde. Er warnte davor, dass es auf unserem Planeten, wenn man nichts unternehmen würde, bald ähnlich zugehen könnte wie auf der Venus. Das heißt, er würde sich in ein riesiges kosmisches Treibhaus verwandeln, in dem kein Platz für mehr lebende Organismen wäre. Die Temperatur würde bei 250 Grad Celsius liegen, es würde Schwefelsäure regnen und so weiter. Keine rosigen Aussichten also, wobei die Venus der Erde in vielerlei Hinsicht tatsächlich ähnlich ist. Sie ist fast genauso groß, sie liegt allerdings etwas näher an der Sonne. Die Venus hat auch eine Atmosphäre. Laut der NASA hätte dieser Planet der Erde vor 4 Milliarden Jahren sehr geähnelt und wäre innerhalb von etwa 2 Milliarden Jahren lebensfreundlich gewesen. Der Grund, warum es mittlerweile nicht mehr der Fall ist, ist die Zunahme der Konzentration der Treibhausgase in seiner Atmosphäre. Als sich der Planet und dadurch auch seine Atmosphäre erhitzt haben, begann das gesamte vorhandene Wasser zu verdampfen. Es dauerte so lange, bis die Ozeane komplett verschwunden waren, wodurch die Venus lebensuntauglich wurde. Genau das sind die Folgen des Klimawandels. Erinnert euch das vielleicht an etwas?
Teilchenbeschleuniger könnte Universum zerstören. Im Laufe der Forschungen am CERN wurde das sogenannte Higgs-Boson entdeckt. Es ist ein besonderes Elementarteilchen und dessen Entdeckung war eine Riesensensation. Die einen Medien bezeichneten es als Gottesteilchen, die anderen schrien, dass die Menschheit dadurch bald untergehen würde. Und die dritten stellten die Frage, ob all diese Forschungen denn moralisch vertretbar wären. Und Hawking hat indessen $100 verloren, die er bei einer Wette darauf gesetzt hat, dass das Higgs-Boson niemals entdeckt werden würde. Als die Existenz des Teilchens bewiesen wurde, war Hawking bestürzt und sagte, dass Physik nun weniger interessant geworden wäre. Doch seine Meinung vom Higgs-Boson hat mit den verspielten $100 wohl kaum etwas zu tun. Denn dieses Teilchen birgt tatsächlich eine Gefahr in sich. Hawking hat darüber geschrieben, dass das Higgs-Teilchen auf einem Energieniveau von über 100 Milliarden Giga-Elektronenvolt instabil werden könnte. Im Universum könnte es dadurch zu einer Katastrophe kommen, und zwar in Form eines Vakuumabfalls, bei dem sich eine neue Vakuumblase bilden würde, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen könnte. Und das könnte jederzeit passieren, sodass die Menschheit die Katastrophe gar nicht nahen sehen würde. Allerdings müsste ein Teilchenbeschleuniger mit dieser Leistung größer als die Erde sein, sodass kaum jemand in nächster Zeit ihn bauen könnte. Mit anderen Worten müsste man einen sehr großen Teilchenbeschleuniger bauen, um das Universum zu zerstören. Aber wer weiß, vielleicht werden die Menschheit dieses Experiment doch irgendwann mal wagen? Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!